Von der Kettenbrücke aus gehen wir zur St. Stephans Basilika. Sie wurde dem ersten christlichen König von Ungarn, István, auf Deutsch Stephan, gewidmet. Die gerade begonnenen Erdarbeiten mussten durch den Freiheitskampf 1848 unterbrochen werden. Die Gründung der Fundamente gestaltete sich durch die Nähe zur Donau besonders schwierig. Es wurde ein Keller mit 3 Etagen gebaut, der die gleiche Höhe wie die Kirchenhalle besetzt. 18 Jahre wurde gebaut, dann kam 1868 ein großer Sturm. Begünstigt durch zu schwache Fundamente stürzte die große Kuppel in sich zusammen. Der neoklassizistische Zentralkuppelbau konnte im Jahr 1905 eingeweiht werden. Der Kirchenbau ist 86 Meter lang und 55 Meter breit. Die Kuppel ist 96 Meter hoch. 8500 Menschen finden in der Basilika Platz. Die letzte Restaurierung von 2003 dauerte 20 Jahre. Der Haupteingang ist als imposantes Triumphtor gestaltet, flankiert von 280 Meter hoch aufragenden Türmen. Im südlichen Turm ertönt seit 1990 die 9 Tonnen schwere St. Stephansglocke. Sie ist ein Geschenk der bayerischen Stadt Passau zur Erinnerung an die Ereignisse von 1989, als die ungarisch-österreichische Grenze für tausende DDR-Bürger geöffnet wurde. Im Kriegsjahr 1944 wurden alle Glocken von den deutschen Truppen beschlagnahmt und eingeschmolzen. Die Balustrade der Kuppel ist für Besucher geöffnet. 297 Treppenstufen zur Kuppel hinauf sind zu überwinden, aber es gibt jetzt auch einen Fahrstuhl. Über dem Hauptportal fällt uns das Tympanon auf, worin die Jungfrau Maria als Patrona Hungarie im Kreise ungarischer Heiliger dargestellt wird. Im Hauptaltar ist die lebensgroße Statue von König Stephan dem Heiligen zu sehen. Die dahinter angebrachten Bronzereliefs zeigen Szenen aus dem Leben von Stephan, dem ersten König und Gründer von Ungarn. In einem Seitenaltar wird die selige Gisela, erste Königin von Ungarn, die Frau von König Stephan von Ungarn, verehrt. Gisela, um 980 geboren, als Tochter des bayerischen Herzogs Heinrich II. Des Zenkers, aus dem Geschlecht der Ludolfinger, aus der Mark Gandersheim. Herzog Heinrich II. Der Zenker besuchte im Jahr 995 seine Schwester Gerberga II.,
Äbtissin im Stift in Gandersheim. Heinrich II. Wird krank und stirbt am 28. August 995 und wird in der Stiftskirche in Gandersheim beigesetzt. Erst durch den Tod ihres Vaters Heinrich II. Wurde die Vermählung mit Stefan von Ungarn im Jahr 995 möglich, denn Heinrich hatte zuvor noch gegen die Ungarn Krieg geführt. Die spätere Königin von Ungarn, Gisela, hat als Kind ihre Tante Gerberga und Äbtissin in Gandersheim öfters besucht. Die hintere Fassade der St. Stephanskathedrale, im Halbrund geschmückt mit ionischen Säulen. Darüber auf dem Gesims die Statuen der 12 Apostel.